der Welle drauf fahren, reinguckt, da ist ein Riesental. Ungefähr am Heck der beiden, die hinten drauf fahren. Wenn man da jetzt mit seiner Bootspitze drin hängen würde, wird man automatisch mitgerissen. So kann man dann viel, viel mehr auf diese individuellen Feinheiten eingehen. Und muss man auch. Also wenn man Weltspitzenleistung erreichen will, ist man halt immer wieder gezwungen, auch vielleicht nochmal neue Wege zu gehen, andere Wege zu gehen, aber zumindest die Individualität zu wahren. Wir fahren jetzt 1000 Meter Strecken und dann ist das jetzt im Bereich GA2, GA3. Das bedeutet so 95% der Wettkampfleistung. Nicht nur eine Chance für euch als erfolgreichster olympischer Sportverband, das ist eine Chance für die Stadt Duisburg, für das Land NRW, für die Bundesrepublik. Es ist die einzige Weltmeisterschaft in einer olympischen Disziplin, noch dazu in der erfolgreichsten von London. Und dann haben wir es gemacht, wir haben den Zuschlag bekommen, wir haben Unterstützung aus vielen Bereichen erhalten. Nochmal freundlich, 1, 2, 3. Dankeschön. Natürlich darauf gesetzt, dass wir jetzt hier in Chiembaum, also mit einer doch relativ langen unmittelbaren Wettkampfvorbereitung in Summe 9 Wochen, uns jetzt nochmal ganz gezielt auf die Weltmeisterschaften vorbereiten. Und ja, wie schon angeklungen, bin ich eigentlich mit dem Stand der Trainingsleistung zufrieden. Alle hängen sich richtig gut rein. Es ist eine gute Stimmung in der Mannschaft und ich denke, wir können gut gerüstet dann in 5 Wochen in Duisburg uns präsentieren.